Hallo und herzlich willkommen zurück zu Diablo 4. Ja, ihr seht richtig, ich habe im Hintergrund, ja, beweg dich doch nicht ständig. Ich habe im Hintergrund jetzt endlich meinem Golem stehen. Und es war jetzt aber ehrlich gesagt ein bisschen doof, weil das ist nicht so schön wie mit den Skelettkriegern, muss ich dazu sagen. Also schon, die Skelettkrieger, die kann man natürlich auch mit einer Taste holen und vielleicht hätte ich die mal umlegen müssen. Ich muss da mal gucken, wie ich das jetzt am besten mache, weil ich weiß nicht, wie die Tastenkombination ist mit dem Gamepad. Und ja, ich kenne jetzt außer dem Epi im Moment auch keinen, der das Ganze auf der Tastatur spielt. Aber ihr müsst im Endeffekt, wenn ihr hier so drin steht, auf S drücken und dann kommt dieses Menü hier. Und dann könnt ihr unten, wo jetzt dieses zweite blaue angezeigt wird, den könnt ihr dann reinziehen in eure Leiste. Das heißt, ihr müsst einen Angriff opfern. Ist jetzt die Frage. Also ich habe mir jetzt sagen lassen, dass ihr mehr Schaden natürlich macht, wenn ihr den Golem nicht dabei habt. Aber der ist natürlich schön tanky, muss man auch dazu sagen. Und dementsprechend, ja, werde ich den auf jeden Fall erstmal ausprobieren und erstmal dabei haben. Und ja, es ist halt nur blöd, dass der jetzt natürlich gerade das, was ich extra vorher freigeschaltet habe, diesen großen Angriff mit über 400 Schaden, dass ich den jetzt rausnehmen musste. Dafür. Naja, gut. Ist jetzt halt so, aber ihr wisst jetzt, wie man es macht. Also ich habe keine Ahnung, wie die Kombination wirklich mit dem Controller ist. Aber ansonsten einfach nur S drücken und dann könnt ihr mit der Maus das Ganze eben unten in die Leiste reinziehen, auf den Slot eurer Wahl und dann, ja, funktioniert das Ganze. Jetzt muss ich mal eben schauen, weil der hat das wieder rausgeworfen. Fleisch und Knochen. Wieso macht er das hier nicht zentral dahin? So, das ist jetzt unsere nächste Quest. Das heißt, wir werden uns jetzt aufmachen. Komm mal mit, Golem. Genau. Oh Gott, die werden alle Angst haben, wenn hier so ein riesen Viech rumläuft. Erinnert mich so ein bisschen an Skeleton. Ich weiß nicht, wer von euch He-Man noch kennt. Ach ja, das waren schon coole Folgen. Wieso ist der nicht voll aufgeladen? Da. Nö, nee, er greift gar nicht an. Er läuft einfach mit durch. Ja, gut. Die Skelettkrieger, die greifen immer automatisch an. Der Golem nicht. Na gut, dann halt nicht. Wir müssen aber eh da durch. Also. Nein, ich weiß, der kann euch nicht alle tanken. Da ist einer drin. Okay, er hat aber im Moment noch das Problem, dass er noch viel Leben verliert. Aber ich meine, gut, das wird natürlich. Euch wollte ich jetzt nicht direkt durchlaufen, weil ich ehrlich gesagt gerade keine Lust habe, mich hier aufhalten zu lassen. Wir möchten nämlich mit der Hauptquest weitermachen. Und die ist irgendwo hier über uns. Einmal quer durch die Wüste und los geht's. Ach ja, ich kann ihn natürlich wieder nicht looten. Das war ja so klar. Dann halt nicht. Da müssen wir rum. Was war denn das jetzt? War das der Golem? Hilfe. So. Wir. Ach so, können wir. Nee, wir können keinen Punkt mehr reinmachen. Ah, Ach, ich da habe seid ihr vergessen zu ja. verwerten. Mist. Descartes ist mit eurer Freundin drinnen. Das ist schön. Dankeschön. Als wir eintraten, verfiel Andariel in Verzweiflung. Aber ihre Schreie sind jetzt nur noch ein Flüstern. Das ist heiliger Boden. Ihr Einfluss wird hier schwächer sein. Sind alle bereit? Ich bin es. Thaisa muss selbst entscheiden, ob sie sich uns anschließt. Jeder Teil von mir will durch diesen Sturm gehen und Elias bluten lassen. Aber vielleicht setzt er darauf, dass meine Rache mich zu ihm zurückführt, damit er beenden kann, was er begonnen hat. Es ist für alle sicherer, wenn ich zurückbleibe. Das ist keine Schande. Es ist eine weise Entscheidung. Wir bringen euch seinen Kopf. Ja, würde ich nämlich auch sagen, dass das weise ist. Kann ich euch irgendwie helfen? Nein. Ich bin euch genügend zur Last gefallen.
Eines Tages werde ich euch helfen können. Was sagt Andariel zu euch? Schreckliche Dinge. Wahnsinnige Dinge. Sie weiß von Liliths Rückkehr und was Elias plant. Aber Andariel ist es egal, wer gewinnt. Es muss nur jemand verlieren und unvorstellbare Qualen erleiden. Okay, dann... ja, das ist natürlich nicht so weit weg. Hallöchen. Seid ihr bereit? Seid ihr es? Ich hoffe, ihr habt euch mit Heiltränken eingedeckt. Falls nicht, nehmt euch ein paar von meiner guten alten Isabella. Der Sturm wird auch noch schlimmer. Ich kann es riechen. Wenn er richtig loslegt, müssen wir einen Unterschlupf finden. Sonst bleiben von uns nur Knochen und Legenden übrig. Das ist doch mal ein schönes Tier. Das ist wenigstens scharf, wenn man rangeht und alles. Er läuft schon vor. Ich dachte, ich soll jetzt hier mal gucken, dass ich von irgendjemandem noch Heiltränke bekomme. Dummerweise habe ich die tatsächlich vergessen. Ich hätte ja jetzt mit Level 25 auch nochmal einen Heiltrank verbessern können. Naja, gut. Wir werden jetzt die Quest noch durchziehen und dann hoffe ich, dass ich dran denke, dass ich den Heiltrank nochmal verbessere. So, wo ist er denn jetzt überhaupt? Der ist schon weg, oder was? Können wir den jetzt gar nicht mehr einholen? Ich meine, der ist zu Fuß gegangen, hallo? Da wir ja in diesem ganzen Spiel überhaupt gar kein Pferd kriegen, oder kurz vorm Ende erst ein Pferd kriegen, wo wir es nicht mehr brauchen dann. Da ist er. Warum habt ihr hier Anker halten? Ich genieße nur den Moment. Diese Reise werden wir nicht so schnell vergessen, was, Degard? Ich kann es kaum erwarten. So ein bisschen psychisch gestört ist er ja schon, ne? Aber Lorat, warum stehst du die ganze Zeit mit dem Ding da, als würdest du mir einen Rücken stechen wollen? Ja, folgt ihm durch den Sandsturm. Ich wollte gerade sagen, es wäre schön, wenn er mal gehen würde. Ich weiß ja nicht, wo ich hin muss. Oh. Okay. Kann er vielleicht mal ein bisschen schneller laufen? Ich krieg hier Schaden. Wollt ihr mich veräppeln? Wo ist er denn jetzt hin? Lasst ihn in Ruhe. Die Winde werden wütend. Folgt mir! Ja, jetzt lauf, Mensch. Au. Halben Meter daneben, aber Hauptsache, das Ding hat mich erwischt. Er geht dann einfach da durch. Nee, okay, nicht ganz da durch. Jetzt weiß ich zumindest, warum wir was zum Heilen mitnehmen sollten. Müssen wir da rein? Müssen wir da rein? Oh, gut, das ist zumindest mal was, wo wir stehen bleiben können und uns wieder regenerieren können. Aber ich kann immer noch nicht mit ihm reden. Geht mit ihm in Deckung. Hallo? Hallo? Geht's auch weiter? Alter Mann! Kann das sein? Ha! Es ist wahr! Die Götter segnen unsere Reise, Freunde! Trinkt mit mir, Deckard! Ein Trinkspruch auf ein weiteres lebensbedrohliches Abenteuer! Nein, ich hatte genug. Bedient euch. Ach! Solch eine Großzügigkeit lehne ich nicht ab. Er scheint nachzulassen. Hä? Soll mit ihm interagieren? Vorwärts! Können wir jetzt endlich mal, alter Mann. Ich habe nicht mehr so viele Heiltränke. Und wenn ich jetzt hier stundenlang stehe... Eieiei. Ich hätte mich einfach aufs... da draufsetzen sollen und dann... Das Problem ist, der ist so langsam. Na gut, der ist alt, ne? Aber ich kann... Der kann halt nicht mithalten. Das ist das Problem. Und wenn ich schon längst wieder aus dem Gebiet raus wäre... Der Sturm wird wieder schlimmer. Schnell! Hier entlang! Ja, wohin? Ich stehe hier dumm rum, aber ich weiß nicht, wohin.
Boah, Junge. Ich sterb hier gleich, wenn der Alte sich nicht bewegt, ey. Obwohl, nee, hier können wir ein bisschen regenerieren. Einflugsschneise. Oh nein. Nein! Zurück! Wir müssen zurück! Warum? Was? Was ist los? Meine Pfeife! Ich habe meine Pfeife in der Kapelle vergessen. Wir müssen zurück und sie holen. Alter Mann. Wenn ihr jetzt umkehrt, bin ich der Erste, der eine Klinge in euren Rücken treibt. Pah, na schön. Aber ich werde diesen Verrat nicht vergessen, Deckard. Das wisst ihr. Nun, dann kommt. Ja, dann beweg dich doch endlich mal. Ich habe mich sogar schon an deinen Dromedar geheilt. So, auf geht's, alter Mann. Aber zeig mir endlich mal die Richtung an, bitte. Aber meine Skelettkrieger nehmen gar keinen Schaden hier von dem Zeug, ne? Also von dem Sandsturm. Ich kippe hier gleich tot um, aber die anscheinend... Die haben da kein Problem mehr. Was zur Hölle war das? Sind wir hier in Silent Hill? Das habe ich schon mal gefragt, ne? Der Golem. Ich dachte gerade, was kommt jetzt auf mich zu? Wir werden überrannt! Schützt Isabella! Mach ich! Du scheinst in Bewegung zu kommen, hä? Folgt mir! Ja! Also mach! Moment, das Gold nehme ich mir trotzdem mit. So. Wo ist denn jetzt? Da unten. Wo ist Isabella? Warte auf mich. Ha! Der Sturm ist doch nicht fertig mit uns. Hier entlang. Dann mach hinne, damit wir endlich mal in irgendeine Zuflucht kommen hier. Oh, dieses ewige Warten dazwischen. Ah, Deckard. Nein, erinnert ich wollte schießen. Den salzigen Duft des Meeres. Weder Schatten noch Teufel konnten sich uns in den Weg stellen. Seitdem habe ich die ganze Welt bereist. Ich habe Dinge gesehen, die ihr euch nicht vorstellen könnt, aber es war nie dasselbe. Ohne Ziel umherzuwandern. War ein bloßes Abwarten. Ja, es ist wichtig, ein Ziel zu haben. Ein Fuß vor dem anderen, alter Freund. Wenn wir stehen bleiben, sterben wir. Dann lass uns endlich weitergehen. Halt den Schritt. Sagt der Mann, der nicht laufen kann. Beweg dich, alter Mann. Wir wollen doch endlich nur eine Quest voran. Lauf, lauf, lauf. Gegner gibt's hier zuhauf. Boah, na endlich. Das war's, hä? Das war nicht halb so gefährlich, wie die anderen behauptet haben. Jetzt kann er auf einmal laufen, ja? Seht euch das an. Kaum zu glauben, dass ein derart faszinierender Ort jenseits des Sturms lag. Vielleicht ein Relikt aus den Tagen des alten Kejistan. Verschollen, bis Elias es an sich nahm. Dann muss es wohl einige Schätze bergen, wie? Mischief, bewegt euch nicht.
Sprecht mit niemandem. Hier lauern große Gefahren. Ihr werdet in euren alten Tagen ängstlich, mein Freund. Aber keine Sorge, ich bleibe hier. Genau, im Gegensatz zu uns. Findet den Eingang zur Erhabenen... Ist es weit weg? Nö, eigentlich immer nur geradeaus, ne? Elias hat sie in seinen Kreis der Gesalbten aufgenommen? Der Kerl da in den Lumpen überlebt niemals, was uns bevorsteht. Durch Meister Elias Hand kam Lilith nach Sanctuario. Und seine Hand wird ein geringes Übel an unseren Willen binden. Stellt euch nur vor, wenn wir diese Macht besitzen. Das will ich mir, glaube ich, nicht vorstellen. Ihr da, wartet! Na? Euch habe ich noch nie zuvor gesehen. Wir haben es durch den Sturm geschafft. Durch die Gnade der Mutter. Ah, neuer Jünger. Ihr kommt zu einer günstigen Zeit. Lilith hat uns kürzlich mit ihrer Anwesenheit beehrt. Sie war hier? Oh, es war überwältigend. Aber keine Sorge. Vielleicht lässt euch Meister Elias durch das verborgene Auge einen Blick auf sie erhaschen. Wenn ihr euch als würdig erachtet, geht hinein und stellt euch ihm vor. Hinter dem Schleier. Okay. Das soll eine Terrasse sein. Also die Terrassen, die ich kenne, sind schöner. Das ist schlimmer, als ich dachte. Ja? Elias ist im Besitz des verborgenen Auges. Es ist uralte Magie. Er kann damit alles sehen. Selbst über die Zeit hinweg. Unsere Schar ist gewachsen. Haltet euch aufrecht, Champions von Lilith. Wir werden Dämonen nie... Nein. Achso, das war schon zu Ende. Mutter, segnet mich mit eurer Macht. Und was auch immer ihr von mir verlangt, wird getan. Ich will denen ja nicht das Wort abschneiden, das ist das Problem. Okay. Tretet vor, auf dass Meister Elias euch richten möge. Doch zeigt weder Furcht noch Zaudern. Keine Sorge, das werden wir nicht. Ich doch nicht. Können wir jetzt hier durch? So. Ich wollte gerade gucken, ob ich an der Seite vorbeikomme. Hallo, Eliaslein. Ich werde euch nicht erneut enttäuschen. Die Herrin wird auf dieser Welt wandeln. Elias! Ich wusste, ihr würdet kommen, Lorat. Ihr habt uns mit dem verborgenen Auge ausspioniert, nicht wahr? Ihr glaubt, ich würde solche Magie an euch verschwenden? Ihr seid immer noch genauso engstirnig wie an dem Tag, als ich euch verließ. Ich werde euch von eurem Leid erlösen, alter Mann. Ihr hättet in eurer kleinen Hütte bleiben sollen, wo ihr eure Reue hortet. Es ist vorbei. Wir sollten das verborgene Auge finden, solange uns noch Zeit bleibt. Wir können es nicht diesen Fanatikern überlassen. Halt! Ich sehe etwas. Ja, Gold! Mephisto. Diablo. Wahrheit.
Erinnerung Sanctuarius steht bevor. Und ihr zweifelt noch. Nur Fanatiker und Narren leben ohne Zweifel, Mutter. Wenn wir gerettet werden, dann durch eure Hand. Ich bin zu eurer Ermächtigung hier. Nicht zur Rettung. In meinem Schatten werden die Starken der Macht der Hölle trotzen. Die Schwachen sind auf sich gestellt. Andariel lebt. Die Horadrim sterben. Koste es, was es wolle. Koste es, was es wolle. Ich hatte eine weitere Vision. Lilith glaubt, die großen Übel werden Sanctuario zerstören und befähigt Menschen, sich gegen sie zu stellen. Deshalb versammeln sie und Elias Anhänger. Sie bauen eine verdammte Armee auf. Ja, Lorath. Die Herrscher der Hölle bedrohen unsere Existenz und wir unternehmen etwas dagegen. Elias, wie könnt ihr noch am Leben sein? Ihr werdet niemals verstehen, was ich für diese Welt getan habe. So, ich würde aber gerne, was ich schon die ganze Zeit tun wollte. Ich habe das Gold einsammeln. Ich gucke auch hier mal kurz. Ich lasse die mal eben hier ein bisschen alleine machen. Da ist auch noch Gold, sehr schön. Hallo, Jungs, kommt mir doch nicht hinterher. Nach all den Jahren ist das alles, wozu ihr imstande seid? Och nee, jetzt kommt doch nicht ernsthaft immer wieder ein neuer raus, oder? Ich brauche mehr Essenz. Ja, ja, ja. Mich nicht töten. Nein. Ich kann es aber versuchen. Ich gehe extra nach rechts, um auszuweichen. Warum stirbt dieser Bastard nicht? Wir können nicht einfach weiter so gegen ihn anrennen. Er wird uns zermürben. Wir müssen entkommen, aber nicht ohne das verborgene Auge. Wenn wir es an uns nehmen könnten, würde er zumindest etwas an Macht einbüßen. Ja, dann würde ich sagen, holen wir es doch, ne? Frage ist nur, wo? Ich denke immer noch, das sind die Gegner. Obwohl das wahrscheinlich mein Golem ist, der immer so komisch knurrt. Was haben wir denn hier? Ich mach's auch kaputt. So, Jungs. Ihr sollt mit mir mitkommen. Nicht, aber da können wir noch mal eben. Nee. Gehen wir mal hier hin. Bleib doch einfach mal an ein und derselben Stelle stehen. Ganz ehrlich. Gold, Gold nicht vergessen. Ich habe kaum noch Essenz. Nee, das glänzte zwar jetzt gerade so ein bisschen komisch, aber... Ah. Ich spüre Liliths Blut in euch, Wanderin. Ihr habt ihre Segnung erhalten.
Öffnet euer Herz. Akzeptiert eure Natur. Niemals. Irgendwann werdet ihr aufgeben, alter Mann. Das tut ihr immer. Bin ich irgendwie auf den Golem dran? Glaubt ihr, wenn ihr mich erneut tötet, wird das Resultat anders ausfallen? Hallo, geht es noch? Bloß nicht bewegen. Jetzt kannst du abhauen, toll. Dieser Gestank. Unnatürlich. Hier war Totenbeschwörung am Werk. Wo hat er diese Macht gefunden? Sie führte mich zu einem alten Schlachtfeld, auf dem Tausende von uns durch die Hände von Engeln und Dämonen fielen. Nie wieder werden wir so leiden, schwor sie. Und in ihren Augen sah ich eine neue Welt, ein Paradies, in dem wir frei von der Tyrannei der Himmel und der Hölle leben können. Unsere Welt, wenn wir die Stärke haben, sie dazu zu machen. Ach ja. Gehen wir hier rum. Oh. Endkampf, so wie es aussieht. Okay, wir sind alle voll. Sucht ihr nach dem Auge, Lorat. Es an euch zu nehmen, wird nichts ändern. Es ist zu spät, das zu beenden, was Lilith begonnen hat. Ich habe kaum noch Essenz. Jetzt ist der wieder immun. Wieso ist der immun? So, wegen diesen blöden... Oh, das könnt ihr doch besser, oder? Ja, ich bin dabei. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Kommt, Jungs, der hat irgendwo noch da. Hört auf, euch zurückzuhalten, Lorat! Boah, das ist so ätzend. Einmal hat man was vorbereitet hier. Nein! Wieso sagt ihr mir nicht, dass da oben noch einer ist? Ha! Lorat! Hier ist es. Das verborgene Auge. Meshiv kann uns dabei helfen, das Artefakt weit weg von diesem Ort zu bringen. Aber wir müssen uns beeilen, bevor Elias zurückkehrt. Diese Öffnung dort ist unsere beste Fluchtmöglichkeit.
Dann nimm das Auge und wir flüchten. Komm mit, alter Mann. Nimm's einfach als Schild. Okay. Nein! Och, geht's noch? Nur weil ich aus dem Bild rausgehe, von der Map möchte ich nicht, dass ich hier wieder nach oben klettere. Achso, ich dachte, die greifen mich jetzt an. Deswegen habe ich gedacht, das geht jetzt am schnellsten, drück, wenn ich mir das markiere. Wir müssen die Blutung stoppen. Ich habe wohl im Alter nachgelassen, was, Deckard? Nein. Hey, da seid ihr. Habt ihr den Zauberer getötet? Nicht reden. Der Sturm lässt nach. Wir bringen euch hier weg. Oh, zu schade. Ich hab meinen erwischt, nur zu spät. Der Teufel hat mir in den Rücken gestochen. Aufgespießt wie eine Stachelratte. So kann's gehen. Was, Deckard? Ei. So kann es gehen. Sie werden kommen. Ich nehme das verborgene Auge. Wir brauchen einen sicheren Ort, um es zu untersuchen, um es gegen sie zu verwenden. Wir treffen uns in der Wüstenkapelle. Los! Ja. Jetzt sind wir in einer verlassenen Kapelle, aber ich wollte eigentlich einen Ort haben, wo ich mich mal eben leer machen könnte. Naja, gut, es ist halb ungefähr. Es ist noch nicht so viel. Relikte. Ich würde aber trotzdem sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir den Rest dann in der nächsten Folge sehen werden. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.